Da hat mein Router sich neu gestartet. Aber ich sehe gerade ein anderes Problem. Jetzt geht's wieder. Geht jetzt eigentlich alles wieder? Gut. Ach, scheiße. Jetzt habe ich das ja komplett falsch gemacht. Ah, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich genau das gemacht, was ich nicht wollte. We'll be right back.
Das war's schon. Fertig. Verbindung, jein, es geht. Der Router hat gerade mal einen Neustart gemacht. Verbindung schwankt ein bisschen. Es hält sich in Grenzen, aber sie geht ab und zu mal runter. Ja, hier geht sie schon wieder. Aber es geht, es ist besser als die letzten Tage. Jetzt hat es wieder eingependelt. Also noch läuft's halbwegs. Mal gucken. Apoeri, ja hallöchen und vielen, vielen Dank für dein Resub, 26 Monate schon, über 2 Jahre, eieieiei, vielen, vielen Dank. Und Seasons Mask habe ich noch nicht verbaut, ach, erstmal muss das Gebäude so passen und funktionieren, bevor ich überhaupt an Seasons denke. Oh, was waren jetzt die Abmessungen von der Halle gewesen? 34 Meter, glaube ich, wa? Apoeri, wie geht's dir? Du willst es nur nicht verpassen, aber bei dem anderen Stall habe ich es ja schon verbaut. Bei dem Kuhstall. Kuhstall 7, glaube ich, war es. Wo ist es denn? Wo sind Seasons hin? Übersehe ich das jetzt? Seasons hin. Oder warte mal, habe ich es nicht in dem Stall? Warte mal, habe ich Seasons. Ach,
Nee, ich hab's noch gar nicht im Hofpack drin. Ich hab's nur auf der Gemeinderade schon verbaut. Warte mal. Platzierbar. Ach nee, halt, da heißt auch noch nicht. Hä? Mach mal, jetzt bin ich verwirrt. Ich hab doch schon Seasons alles gemacht. 21, 30, ja. Man ballert sich so durchs Leben, ja. So ist das halt, wa? Also da habe ich schon das Schneedach verbaut. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das jetzt auf einmal im Hochpack nicht... Ach, ich weiß warum. Uns hat es ja durch den Windows-Absturz das Hochpack zerschossen. Deswegen... Und da musste ich ja das alte Backup nehmen. Deswegen ist das noch nicht drin. Ja... Da habe ich nicht dran gedacht. Da müssen wir noch Seasons einfügen. Stimmt, da war ja was. So, was wollte ich jetzt machen? Die Abmessung. Ich glaube, das war es ja sogar. Das war dieselbe Größe. Ja. Müssen wir nur jetzt mit dem Dachüberstand ein bisschen anpassen. Fünf machen wir da mal. Ja, das reicht. 34,5 und 13 Meter sind es nicht mehr. Es sind jetzt, ich glaube, 17 mit Dach. Ja. Ja, das passt. 34,5 mal 17. Also 17 und 34. Ja, machen wir. Machen wir 35. So. Oh, hoppala, aber... Oh, wo ist denn... müssen wir genau anders machen. Auf der... So, warte mal, auf der X-Achse ist es... 35, 17. So müssen wir es machen. Zack. Aber warte mal, ich hätte das eigentlich drinnen lassen können, was ich gerade hatte. Denn was wir noch brauchen, ist Level Area und Tip Call. Wobei, warte mal. Das können wir eigentlich so lassen.
So. Der Staub. Mal so. Und machen wir 17,5. Oder eigentlich. Ja doch, 17,5. So. Die Breite. Und die Höhe 17. So, das war's schon. Level Area, die Tip Collie. Ja, die mache ich jetzt noch nicht. Die löschen wir jetzt mal ganz schnell. Speichern. XML anpassen. Level Area. 010. Also 111 Asphalt. Passt. So. Halle V3 nennen wir das. Kostet 15.000. Speichern. So, dann müssen wir jetzt noch die Moddesk anpassen. Brocki, grüß dich. So, das haben wir auch. Das einzige, was fehlt, ist das Store-Bild. Das macht aber erstmal nichts. Ja. Was wir noch schnell machen, weil ich jetzt noch nicht die Tore animiert habe. Das machen wir gleich. So. Könnten wir vielleicht sogar machen. So, speichern. Jetzt gucken wir es uns mal schnell im Spiel an.
Das kann ich wieder zumachen. Gamer 53535, Servus und danke für den Host. Machen wir mal Lucky Lucky. Wie die Halle im Spiel ausschaut. Ach, die Farbe von den Toren müssen wir noch ändern. Ein bisschen heller machen. Ein bisschen heller. Oh, da sehe ich schon das erste Problem. Ja. Ein bisschen hoch, würde ich mal so sagen. Bisschen hoch. Und was wir auch machen, die Träger sind zu hell. Oh, Internet wird schlechter. Sehe ich gerade. Oh, oh, oh. Also, da werde ich gleich Feierabend machen. Ich sehe jetzt schon, wie es Internet wieder schlechter wird. Macht aber nichts. Ich kann heute eh nicht so lange, da ich ja morgen wieder arbeiten muss.
Ach, was ich auch vergessen habe. Smoothing Grooves. Obwohl das gar nicht mal so schlecht aussieht. Können wir so lassen. Ja, Leute. Das wäre die Halle. Tore könnte man noch ein bisschen heller machen. Sind mir noch zu dunkel. Aber ansonsten... Wer ist das? Ich habe eine GeForce 2080 Super Overclock. Wobei... Vielleicht... mache ich die oberen Träger noch ein bisschen dunkler. Machen wir mal 2. So, und halt die Torfarbe ändern. Das ist jetzt Oldwood 2. Gucken wir mal. Wo ist es denn jetzt da? Ein Wunsch äußern? Was denn für ein Wunsch? Ich zieh mich nicht aus, kannst du vergessen. Ein bisschen Deko. Hey, wir haben jetzt erstmal das Grundgebäude fertig. Jetzt haltet euch mal zurück. Erstmal muss das Gebäude passen und stehen, bevor man an Deko denkt. Ja. Eins nach dem anderen. Es nützt mir nichts, Deko zu verbauen, wenn ich das Gebäude noch irgendwie anpassen muss. Könnte vielleicht sogar noch, ich weiß nicht, vielleicht die Tore noch ein bisschen heller?
Nö, eigentlich geht es so. Wenn die Sonne drauf scheint, ist der Unterschied nicht so groß. Nur wenn Schatten drauf ist, sieht es ein bisschen extremer aus. Weiß auch nicht. Ein paar getrennten Schüttgut lagern. Ja, kann man machen, ist überhaupt kein Problem. Ich weiß schon, was du meinst. Du willst sowas hier haben. Sowas willst du haben. Oder Roy? Du redet da wieder nicht mit mir. Noch ein bisschen heller. Nicht ganz so riesig, okay. Naja, kann man machen, klar. Der Stream hängt, ja, es, na, kann sein, dass er der Stream gerade so ein bisschen hinterherhängt. Ich weiß es nicht. Kann halt wieder an der Verbindung liegen. Wobei sie sich gerade so ein bisschen einpendelt. Ja, ah, zu früh gefreut, doch nicht. Also jetzt sind sie leicht dunkler, wirklich minimal dunkler.
So besser. Oh, I'm touching myself tonight. Also, das Einzige, was ich noch mache, ist die Türrahmen. Das Metall mache ich auch noch dunkler. Das ist auch noch zu hell. Die Metalltextur gefällt mir aber auch irgendwie nicht. Eigentlich müssten in die Türen noch Querriegel rein. Kenne ich nicht. Was ich nicht kenne, gibt es nicht. Was sollen denn Querriegel sein? Ich habe die Tore so nachgebaut von einem anderen Stall. Und wenn das da funktioniert, dann funktioniert das hier auch. Ach, lackiertes Plastik ist die 1. Ah, das wollte ich nicht. Ach, die 8 war's. Die 8 ist, glaube ich, das, was ich suche. Japp. Und da müssen wir es jetzt heller machen. Die 8 habe ich gesucht. Thank you.
So, bin ich mal gespannt, wie es jetzt ausschaut. Aber ich befürchte, wir müssen das Metall noch ein bisschen heller machen. Ich glaube, das ist jetzt zu dunkel. An die Big Bad fahren. Geht mir weg mit eurem Big Bad. Oh, nee, könnte doch dunkler werden. Hat getäuscht im Editor. Obwohl, nee. Eigentlich nicht. Vielleicht sogar ein Ticken heller. Weiß es nicht. Was sagt ihr? Das Metall ein bisschen heller machen? Das sieht gut aus. Im Licht sieht's nicht schlecht aus. Aber so im Dunkeln ist es dunkel. Weiß ich jetzt auch nicht. Was sagt ihr? Wir können natürlich auch, anstatt das alte Metall, könnten wir auch wie hier verzinktes Metall machen. Als Türrahmen. Ginge natürlich auch. Wir können natürlich hier auch verzinkt machen. Ich weiß es nicht. Also entweder das heller oder wir machen auch verzinktes Metall wie die Träger. Vom Weiten sieht es gut aus, ja, aber wenn du näher rangehst, sieht es wieder komisch aus. Nee, warte mal. Was habe ich jetzt gemacht? Ich mach mal 5. Mal gucken, wie das ausschaut. Oh. I'm touching myself tonight. Oh, und Baba Noma. Servus, danke für dein Follow. Und David, grüß dich, danke auch für dein Follow. So, gucken wir mal. Das wäre jetzt 0,5. So muss ich ja ganz ehrlich sagen, gefällt es mir überhaupt nicht, weil es zu hell im Vergleich zu den Trägern oben ist.
Aber wenn wir dichter rangehen, wird es wieder dunkler, war je nach Winkel. Weiter weg wird es heller. Und kommen wir dichter ran, wird es dunkler. Wobei ich das Gefühl habe, das sieht genauso aus wie vorher, nur dass es jetzt im Licht zu hell wirkt. Das wirkt jetzt zu hell. Und das Dunkle, das sieht aus wie vorher, wenn wir dicht rangehen. Nur vom weiter weg ist es jetzt heller, was mir aber persönlich nicht gefällt. Jetzt ist es, finde ich, zu hell. Ich glaube, das Dunkel... Naja, hier, im das ist doch auch komisch. Also, im Schatten ist das Metall heller. Im Schatten ist das Metall heller, als wenn die Sonne drauf scheint. Wenn die Sonne drauf scheint, ist es dunkler. Also da passt irgendwas nicht. Weiß ich nicht, was da Giants gemacht hat, aber es kann doch nicht sein, dass das Metall im Schatten heller ist als im Licht. Das sieht echt seltsam aus. Warum ist es im Licht dunkler und im Schatten heller? Gefällt mir überhaupt nicht mit dem Shader, muss ich ja jetzt mal ehrlich sagen. Ja, im Licht, guckt euch das an, im Licht wirkt es dunkler als im Schatten. Das gibt's doch nicht. Mit meinem breiten Kreuz, ja, aber mein breites Kreuz steht im Schatten auch davor und da ist es trotzdem heller. Also, das ist ja keine Ausrede. Warte mal, ich probiere mal, wir machen mal verzinkt. Wir machen es mal genauso wie die Träger. Gucken, wie das ausschaut. Weil das mit dem alten Metall gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Das sieht falsch aus. Und das Bier drückt. Ich muss eigentlich ganz dringend aufs Klo, aber das lässt mir jetzt keine Ruhe hier. Läuft gleich warm das Bein runter. Ja, das sieht vom Weiten schon schöner aus. Das sieht um Längen besser aus. Das verändert sich auch nicht, wenn wir dichter rangehen. Guckt mal. Jetzt ist nur die Frage, so lassen oder heller. Aber jetzt ist es schön. Ich würde sagen, vielleicht ein Ticken heller. Ein kleines bisschen heller. Oder? Könnt ihr euch aber überlegen und in den Chat schreiben, ich muss mal aufs Klo gehen, sonst geht's in die Hose.
So. Heller. Okay, alles klar. Machen wir mal heller. Mal anschauen. Ja, das sieht doch besser aus. Oder? Ich würde es auch gar nicht mehr heller machen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Oder doch noch heller. Ich weiß es auch nicht. Zu hell wird vielleicht auch nicht schön aussehen. Keine Ahnung. Kann ich schlecht einschätzen jetzt. Ich könnte es ja noch mal ein bisschen heller machen. Aber... ich weiß auch nicht. Von weiter weg sieht es ganz gut aus. Drüber schlafen, ja. Ich will es jetzt fertig haben. Das gibt mir sonst wieder keine Ruhe. Dann liege ich im Bett und denke wieder die ganze Zeit drüber nach. Und am Ende liege ich im Bett, kann ich einschlafen, stehe auf, setze mich wieder am PC und fummel so lange rum, bis es passt. Und dann kann ich wieder schlafen gehen. Hatte ich das letzte Mal schon. Da habe ich was unfertig dagelassen, was mir nicht gefallen hat. Und dann lag ich im Bett und Arsch lecken. Konnte nicht schlafen, weil es mir nicht aus dem Kopf ging. Ja.
Ich glaube, so können wir es lassen. Das gefällt mir ganz gut, oder? Das sieht doch ganz schick aus. Nicht zu hell, nicht zu dunkel. Auch im Licht sieht es gut aus, im Schatten auch. Und was sagt er? So lassen? Eine Sache noch. Eine Sache, die mir noch nicht gefällt. Fuck. Wie ist es jetzt? Ach Mist und.
Die Träger haben die gleiche Farbe, ja. Jetzt los. Was installierst du jetzt hier? Ohne mich zu fragen. Das. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Da installiert er einfach mal ohne mich zu fragen. Ich glaube, ich spinne. So, jetzt sollte es passen. Ja, das sieht besser aus. Wobei mir die Dachfarbe auch noch nicht so richtig zusagt. Ich wäre ja fast für einen leicht dunkleren Rotton. Ein bisschen dunkler und ein bisschen kräftiger im Rot, oder was sagt ihr? Finde ich jetzt.
das Dach noch ein bisschen dunkler und röt, ein bisschen mehr rot machen. Wie gefällt das da? Ja, klar wird es in der Halle ein bisschen dunkler, weil da herrscht ja Schatten. Das ist ja normal. Essen, hau rein, schlaf gut. So, jetzt ist es ein bisschen röter und ein bisschen dunkler. Minimal. Also wirklich nur ganz leicht. Der Rotton gefällt mir noch nicht so richtig. Jedenfalls nicht im Licht. Mal gucken, wie das ausschaut. Jetzt ist noch ein bisschen röter und noch ein bisschen dunkler. Oh ja, das sieht, glaube ich, schon besser aus vom Weiten, oder? Vom Weiten sieht es schon mal gar nicht so schlecht aus. Und innen drin ist es auch, finde ich, nicht zu dunkel. Aber von außen
Oder? Oder fandet das vorher besser? Das sieht halt jetzt so ein bisschen kräftiger aus vom Rot. Passt auch besser für einen Schatten, die Farbe. Wir können es auch, naja, vielleicht noch ein bisschen ausgeblichener machen, aber... Ich weiß auch nicht. Was sagt er? Sprecht mit mir. Oh! Was ist denn jetzt los? Hat mein Joystick einen Wackelkontakt? Was hat denn hier gerade gebimmelt? Eure Meinung ist gefragt. Jetzt könnt ihr euren Senf dazugeben. Dir gefällt so, Roy? Dir auch. Mehr dunkel, matt-orange. Matt-orange. Orange. Na, jetzt geht's los hier. Können wir machen. Warte mal. Wir machen mal. Bei Windows 7 gab's mal die Option umbenennen. Gibt's hier nicht mehr. Ach, leck mich. Leck mich. Also. Also du sahst ein bisschen mehr ins Orange und dafür dunkler. Thank you.
Agri, Servus und Jaso. Achso. Dich hatte ich ja schon. Oh, I'm touching myself tonight. Tobias, moin und danke für dein Follow. Oh! Machen wir einen kleinen Fehler. Sehe ich gerade. Swimming in the ocean, don't know which one it was. I was diving to the bottom, searching for your love. I heard I was a treasure no one has ever seen. You hide inside a locket, buried in the sand for me. You're 1,000 miles away, but if you come while I'm away, stay tonight, stay tonight. You're miles away, but if you come while I'm away, stay tonight, stay tonight, yeah, stay tonight. Moin, Sir. Warte mal, das ist. Naja, das ist jetzt ein bisschen eher in den Orangeton rein. Je nach Blickwinkel. Shadow Cookie, grüß dich. Also das wäre jetzt so leicht ins Orange schreien. Der Editor noch Absturzprobleme? Eigentlich nicht. Also es geht. Ich weiß auch nicht, was haltet ihr da von dem Dach? Der Orangeton im Vergleich zum Rot. Das wäre jetzt unser Rotton und da haben wir so leicht ins Orange rein. Was gefällt euch besser?
mehr in Richtung, was ist denn Wandorange? Was soll denn Wandorange sein? Und das ist matt, das ist nicht glänzend, das ist schon matt. Da glänzt nichts, das ist matt. Sonst hättest du hier schon glänzende Reflexion. Wandorange. Kann man ja gleich sagen, Dosenorange oder... Keine Ahnung. Was soll denn Wandorange sein? Die Holzwand hat aber kein Orange. Das ist Holzbraun, helles Braun, nicht Orange. Wandorange. Das ist Wandorange. Es soll sich ja auch ein bisschen vom Holz abheben und nicht dieselbe Farbe haben. Was? Das Rot gefällt dir besser? Das wären jetzt immer beide nebeneinander. Der leichte Orangeton ist gar nicht so schlecht, aber ist halt Geschmackssache. Dann im Dunkeln. Ja, im Dunkeln nehmen sie sich nicht viel. Im Schatten sieht man kaum einen Unterschied. Im Schatten ist ja im Licht sieht man so ein bisschen den Unterschied. Normalo, grüß dich. Du bist für Orange. Natürlich jetzt knifflig, wa? Sieht beides nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ist halt Geschmackssache. Hier, könnt ihr abstimmen. Was euch besser gefällt. Orange ist links und rot ist rechts. Ich mach das, was jetzt die Mehrzahl abstimmt. Und wer es nicht, wem es nicht gefällt, naja, der kann ja einfach die Textur selber anpassen, wie es ihm gefällt. Ich kann es ja nicht jedem recht machen. Und ich kann auch nicht 12 Millionen verschiedene Gebäude ins Pack hauen. Schlumpfblau.
Nee, warte mal, das ist nicht dasselbe Blau. Was ist denn das für ein Blau? Heller werden. Vielleicht. Schon eher. Das wäre Schlumpfblau. Ein Schalter, der. Ach, ja, nee, ja, klar könnte man das machen, aber nee. Warum? Klar, wäre kein Problem. Aber. Ich glaube, Schlumpfblau wird nicht so schön aussehen, wie man sich das denkt. Nee, Schlumpfblau ist Schwachsinn eigentlich. Aber ich mache es mal, damit du zufrieden bist. Mach ich mal Schlumpfblau. Huch. Das Spiel weigert sich schon zu starten mit Schlumpfblau. Will nicht. Jetzt macht's. One,
jede... Nee, so einen Mix machen wir nicht. Da kann ich gleich einen Zebrastreifen aufs Dach machen. Wow! Ne, da muss man schon ordentlich was Intus haben, um das zu mögen. Kannst mir ja sagen, was du willst. Da musst du schon ordentlich einsaufen, damit dir das gefällt. Ich weiß ja nicht. Was sagt denn die Mehrheit? Die Mehrheit ist für Rot. Die Mehrheit ist für Rot. Naja. Dann bleibt's halt rot. Und wer eine andere Farbe will, naja, dann muss dann halt die Textur für sich selber anpassen. Ich kann's nicht jedem recht machen. Bleibt so. So, und jetzt, bevor wir jetzt hier schnappen wir uns mal den größten Drescher, den wir finden können. Und guck mal, wie wir hier reinfahren können. Und da sagt noch einer, ich habe die Tore zu groß gemacht. Jetzt kommt mir noch mal mit, ich habe die Tore zu groß gemacht. Guckt euch mal an, was wir hier noch am Platz haben. Ich habe hier Torhöhe 4,50 Meter.
Da hieß es noch viel zu hoch. Guckt euch das mal an. Hätte ich die jetzt auf 4 Meter gemacht, hätten wir um den lang abgekratzt. Von wegen, ich weiß doch, wie der LS ist. Guck mal, wenn wir jetzt hier die Spiegel... Aber guckt euch das mal an hier. Kommt mir nochmal mit, ich habe die Tore zu groß gemacht. Gerade so. Die sind zu eng, wenn du das Schlumpfblau schön gesoffen hast, kommst du nicht mehr rein. Ja gut, das ist dann nicht mein Problem. Da musst du halt ein bisschen lang schrammen. Aber das passt schon. Oh, der passt aber auch wirklich. Wie die Faust aufs Auge passt der hier rein. Ohne Drescher sieht die Halle nach PKW-Dimension aus. Ja, hier sieht man halt mal den Vergleich. Ich kann ja mal hier. Extra für euch. Oh. Hier stimmt was mit der Level Area nicht, sehe ich gerade. Das ist Schweinchenrosa. Also, wer gesagt hat, die Halle ist zu groß, ich habe das übertrieben. Guckt euch an, wenn der Fendt hier drin steht. Ja. Das passt schon. Ich weiß doch, dass Giants mit den Größen hier ein bisschen übertreibt. Die Fenster sind zu hoch. Na, die Fenster, das Licht soll ja von oben nach unten fallen. Du willst ja nicht unten das Licht haben. Weil wenn die Sonne steht ja oben. Die Sonne ist ja nicht hier einen Meter über dem Boden. Die Sonne ist ja oben im Himmel und scheint dann rein und leuchtet durch den Winkel die Halle aus. Wenn sie tiefer sind, dann hast du hier nur hier den letzten Rand ausgeleuchtet. Und die Fenster sind nicht zu hoch, denn wir haben den Hallenkonfigurator von, was ist es? HDT-Bau? Wie heißt die Seite? Von HDT-Anlagenbau? War es HDT oder was hatten wir genommen? Ah ne, Wolf. Wir haben den... Oh, nee, das wollte ich nicht. Nicht Gewerbehalle. Wo ist es denn jetzt dahin? Wir haben die Halle ja mit dem hier erstellt. Von Wolf, so wie du dir im echten Leben ja auch deine Halle erstellen kannst. Die Abmessungen sind korrekt. Das passt schon so. Licht von um Dachfenster, nee. Hier ist aber nichts mit Dachfenster. Für meinen Häcksler, nee, ich glaube, der Häcksler könnte hier locker flockig reinpassen.
Fenster mal testen. Na gut, vielleicht von der Länge her könnte es nicht passen. Von der Breite her. Nee, warum? Naja, ist auch kacke. Länge, Breite ist doof. Von der Tiefe her wird es nicht passen. Die ist, glaube ich, was hat man gesagt? 14 Meter, glaube ich. Ich glaube, der Häcksler ist länger. Ich weiß es gerade gar nicht. Ah doch, guck mal. Easy. Der passt hier locker flockig rein. Da haben wir sogar noch Luft. Alter, es passt schon. Ich glaube, der wird nicht reinpassen. Der sieht ganz schön breit aus. Ja, der wird nicht reinpassen. Der wird locker 20 cm zu breit sein. Wenn nicht sogar noch mehr. 20, 30 cm zu breit, schätze ich mal. Oh, die Leiter hängt fest. Hätte die Leiter keine Kollision, würde er reinkommen. Guck dir das an. Wäre die Leiter nicht, wäre er drinne. Macht ja nichts. Wir könnten ja auch so stehen lassen. Durch den Dachüberstand ist ja die Kabine wenigstens geschützt. Die Motorhaube, die kann ruhig ein bisschen Regen abkriegen, aber so könnt dann ja auch einparken. Hoffentlich kriege ich den jetzt hier raus. Ja. Aber der andere Big Butt könnte vielleicht reinpassen. Der hier, der 450. Wobei der relativ hoch ausschaut. Aber wir können es mal testen. Der könnte reinpassen. Ja, der passt locker rein, das sehe ich jetzt schon. Der passt locker, also von der Breite passt er rein, von der Höhe weiß ich nicht. Der sieht ganz schön hoch aus, von der Breite oh ja, von der Höhe nein, würde ich jetzt sagen. Könnte eng werden. Wie mit 16, so eng.
Mal testen. Ja, oh naja, doch, der könnte gerade so reingehen. Gerade so. Oh. Leck mich am Arsch. Sagt mir noch mal, ich habe die Tore zu hoch gemacht. Ja, aber selbst in diese europäische Halle kommst du mit dem Big Butt rein. Also mit dem jedenfalls. Ist doch alles picobello. Drescher passt rein. Häcksler passt rein. Big Butt passt rein. Doch alles schick. Muh. Optimal. Ich muss mal ganz fix aufs Klo gehen, gleich wieder da. So. Der Schäfer reinpasst. Gute Frage. Weiß ich nicht. Test mal. Müsste aber eigentlich. Ja, wird eng. Wird eng. Ey! Na, vielleicht passt er doch nicht rein. Wenn ich nicht. Ist der Schäfer echt so hoch? Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht.
Die Tore sind zu klein. Wer hat gesagt, ich habe sie zu groß gemacht? Hätte sogar noch ein bisschen höher gekonnt. Naja. Für den müssen wir eine andere Halle bauen. Ja, das ist halt schon ein riesiges Ding. Der ist fast so hoch wie die Halle. Naja, ich sag mal so, kaum einer benutzt da eh den Schäfer. Und die Halle... Das ist ja nicht die letzte Halle, die wir bauen. Wir bauen ja noch mehr Hallen. Die nächste Halle werde ich 5 Meter die Tore machen. Ich glaube, das ist besser. Die nächste Halle machen wir 5 Meter, da müsste der auch reinpassen. Wenn wir jetzt hier mal gucken, Kabine passt rein. Naja, 50 cm mehr, nicht mal 50, wir bräuchten vielleicht nur 20, 30. Dann machen wir 4,80 Meter die Tore hoch, dann passt der auch rein. Ja, er braucht eine Halle, ja. Na gut, wobei doch hier, ich glaube, die Giants-Hallen sind doch alle groß genug, oder? Oder? Na, oder auch nicht. Oh, sag jetzt nicht einen Zentimeter. Sag jetzt nicht einen Zentimeter. Es ist Tatsache. Oh, ein Zentimeter. Nee, oder? Die könnte passen. Nein! Da ist, glaube ich, auch ein Zentimeter. Nicht mal Millimeter. Wir hängen an der Dachrinne fest. Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Oh. Mal mit Hängen und Würgen rein. Nee. Carlos, grüß dich. Ja, okay. Wir werden... Die nächste Halle bauen wir ein bisschen größer, dass der da auch reinpasst. Dass das jetzt hier wirklich an einem Zentimeter liegt,
Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Wobei, wenn ich jetzt ein bisschen Anlauf hole und mit einem anderen dagegen fahre und ihn reinschiebe. Zentimeter. Ist das ärgerlich. Das ist wirklich nur ein Zentimeter. Tatsache. Naja, 2 Zentimeter. Wobei... Die Lampe könnte, ich glaube, die Lampe noch sogar noch ein bisschen höher. Ich glaube, dann würde an der Lampe hängen bleiben. Naja. Reifendruckanlage. Ist egal. Die nächste Halle machen wir die Tore 4,80 Meter und nicht 4,50 Meter. Und da will ich nichts hören, dass die zu groß sind. Dann kriegen wir den da auch rein. Ja. 4,80 Meter ungefähr. Müssen wir mal schauen. Okay. Passt trotzdem. Vorerst sauber machen. Das löschen wir wieder raus. Gut, Leute, aber wir haben es gleich Mitternacht und ich muss morgen wieder arbeiten. Deswegen würde ich jetzt Feierabend machen. Du hast es, Eichig, dann hau mal... Halt die Klappe. So, aber ich schicke euch noch woanders hin. Da könnt ihr euch noch ein bisschen austoben und den Abend ausklingen lassen. Hoffe ich jedenfalls. Ich weiß jetzt nicht, ob es funktioniert hat. Ja, hat es. Gut, Leute. Also, das war's erstmal von mir für heute. Wir hören uns morgen wieder. Oder auch nicht. Lasst euch überraschen. Ich weiß es noch nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Kommt später gut zum Liegen. Und sagt wenigstens dem Thomas mal Hallo, wa?
Wollen ja nicht unhöflich sein, wa? Ihr wisst, bei mir werdet ihr hier erzogen. Hier herrscht Zucht und Ordnung. So wie im echten Leben sagt man auch Hallo, wa? Von daher, haut da rein. Bis denn, tschö, tschö. Ich muss den dann...